Professor Unsch, wir sind hier beim größten Brustkrebskongress der Welt in San Antonio, Texas 2011. Und in diesen Tagen des Kongresses tauchen drei Begriffe immer wieder auf. Das ist Luminal A, Luminal B und Basal-like. Was bedeuten diese Begriffe? Wir haben eigentlich seit Jahren schon gelernt, dass Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist. Jetzt zum ersten Mal bei der internationalen Konsensuskonferenz in St. Gallen in diesem Jahr haben wir jetzt auch festgelegt, dass wir diese Begriffe sogar umsetzen in die therapeutischen Entscheidungen. Einfach dargestellt, wir wissen, dass Brustkrebs manchmal langsam und manchmal schnell wächst. Wir wissen, dass Brustkrebs manchmal Metastasen setzt und manchmal keine Metastasen setzt. Nun fragt sich natürlich, für den Anfang kann man diese Eigenschaften beim Tumor schon sozusagen aus der Untersuchung in der Histologie erkennen, und die klare Antwort lautet ja. Wir kommen erstmal zu den luminalen Tumoren, das sind die Hormonrezeptorpositiven. Das ist die Mehrheit, das sind 60-70% aller Brustkrebspatientinnen haben einen hormonrezeptorpositiven Tumor, das sind die luminalen. Die Luminal A sind die Patientinnen, ich sage jetzt mal die guten, auch Gott sei Dank ein Großteil, die hormonrezeptorpositiv sind und nicht schnell wachsen. Und dieses schnelle oder nicht schnelle Wachsen können wir erkennen mit zwei Methoden. Entweder das Grading G1, G2, das sind die langsam wachsenden, und das G3, das sind die schnell wachsenden. Und noch eleganter, und das ist auch routinemäßig, wird es durchgeführt in Deutschland, das Ki-67. Das Ki-67 ist eine Färbemethode von einem Molekül aus der Tumorzelle, mit der man erkennen kann, wächst der Tumor schnell oder wächst er langsam. Und wenn das Ki-67 unter 15% ist, dann ist es ein Luminal A. Und wenn das Ki-67 über 20% ist, dann ist es ein Luminal B. Es gibt noch eine kleine Unsicherheit zwischen 15 und 20%. Da muss man die anderen Eigenschaften mit dazu nehmen, aber das kann man relativ gut unterscheiden können. Also Luminal A, hormonrezeptorpositiv, nicht schnell wachsend. Luminal B, hormonrezeptorpositiv, schnell wachsend. Und dann kommt noch das Triple-Negative oder das Basal-like. Die sind zwar nicht identisch, aber deutlich überlappend. Basal-like hat etwas zu tun mit einer Signatur, die typisch ist für sehr aggressive Tumorzellen. Und das sind typischerweise etwa 70 bis 85% der Patientinnen, die diese Signatur haben. Das ist nur ein kleiner Teil aller Brustkrebspatientinnen, die triple-negativ sind. Triple-negativ heißt, der Hormonrezeptor ist negativ, der Progesteronrezeptor ist negativ und das HER2-neu ist auch negativ. Also wenn man so will, die drei Rezeptoren an der Oberfläche der Tumorzellen sind nackt. Das macht sie aber umso aggressiver. Das sind schnell wachsende Tumore, die wir anders gar nicht behandeln können, als zum Beispiel durch eine aggressive Chemotherapie. Und vor allen Dingen, das sind auch die Patientinnen, bei denen ich mir seit Jahren schon erhoffe, dass wir deutlich bessere Therapiemöglichkeiten bekommen. Also basal-like ist nicht gleich, aber überlappend mit triple-negativ, also Hormonrezeptor-negativ, HER2-negativ und relativ aggressiv. Sind das jetzt prognostische Faktoren für Sie, ob jemand Luminal A, Luminal B oder sogenanntes Basal-like ist? Oder sagt es auch was darüber aus, wie die Patientinnen voraussichtlich auf die Therapien ansprechen, also ein prädiktiver Faktor? Es sind definitiv prognostische Faktoren, aber genau das war ja die große Herausforderung an uns, und deswegen hat auch St. Gallen gesagt, so jetzt müssen wir aber die Hausaufgaben machen. Wir werden sie auch prädiktiv einsetzen müssen. Was bedeutet es? Luminal A braucht keine Chemotherapie. Endokrine Therapie alleine, Tamoxifen oder Aromatase immer ausreichend. Luminal B, Chemotherapie, und zwar nicht aggressiv, aber möglichst länger dauernd, also auf gut Deutsch leichte Chemotherapie, aber länger dauernd, 18 Wochen, also in der Adjuvant-Situation, und anschließend dann mindestens 5 Jahre endokrine Therapie. Und die Triple-Negativen oder die Basal-Likes, intensive, zwar kurze, aber hochdosierte, intensive, am besten dosisdichte Therapie. Das ist so zusammengefasst für diese auch prognostischen, dann aber auch die prädiktiven, der prädiktive Wert dieser Einteilung. Sie haben jetzt die Hormonrezeptor-positiven Patientinnen und eben beim Basal-like die, die weder Hormonrezeptoren noch das HER2-neu haben. Was ist denn mit den HER2-neu-positiven Patientinnen im Bereich des Luminal A und Luminal B? Ja,
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also es gibt diesen HER2-like. Und ich habe auch heute Morgen gerade in der Postersitzung einige doch wieder spannende Poster gesehen aus Daten von Patientinnen, bei denen man diese Rezeptoren schon vor Jahrzehnten bestimmt hat und sich einmal mal angeguckt hat, wie sind die denn gelaufen? Wer hat von denen Rezidive und keine Rezidive bekommen? Man kann Folgendes sagen, das HER2-Neumolekül verleiht der Brustkrebszelle eine hohe Aggressivität. HER2-positiv sind im Wesentlichen so um die 20, maximal, ja höchstens 20% aller Patientinnen. Nun gibt es aber auch unter den luminalen HER2-positive und die Frage ist, laufen die anders als die HER2-positiven Östrogen-Progesteron-Rezeptor-negativen? Die klare Antwort ist ja. Die am aggressivsten laufenden und die auch häufig zu Rezidiven neigen und entsprechend auch eine solche aggressive Therapie benötigen, sind die Patienten, die rezeptornegativ sind, aber HER2-positiv. Gott sei Dank haben wir für diese Patienten die Möglichkeit, eine Kombination aus Chemotherapie und Trastuzumab oder anderen Substanzen gegen das HER2-Molekül. Und dann gibt es noch die Hormonrezeptor-positiven, also luminalen, aber gleichzeitig HER2-positiven. Und für diese Patientin haben wir auch in der Hand natürlich das Trastuzumab oder andere Anti-HER2-Therapien, in der metastasierten Situation auch das Lapatinib. Und die Möglichkeit, nochmal zu unterscheiden, in der Adjuvant-Situation benötigen diese Patientinnen unbedingt eine Chemotherapie oder nicht. Leider muss man sagen, hat man bisher keine Studien gemacht, bei denen wir die Anti-HER2-Therapie ohne Chemotherapie eingesetzt hat. Und jetzt sehen wir auch aus vielen Daten, die jetzt in San Antonio hier gezeigt wurden, wir sollten solche Studien unbedingt auch durchführen, gerade bei diesen luminalen HER2-positiven Patientinnen, wo wir, das ist meine Vermutung, möglicherweise gar nicht die Chemotherapie benötigen, sondern nur die endokrine Therapie, also Tamoxifen-Aromatase-Hemmer, vielleicht dann das Everolimus noch, wie wir gesehen haben, und dann eben bei den HER2-Positiven das Trastuzumab oder andere Anti-HER2-Substanzen. Es kommen ja jetzt hier auf diesem Meeting, aber ich bin sicher, dass Brustkrebs Deutschland e.V. auch die entsprechenden Daten dann als Interview preisgeben wird, interessante Daten zum Pertuzumab und zum TDM1.